Hey ho meine Lieben, heute machen wir wieder ein kleines Hardwaken-Video hier in der Küche. Warum? Schatz hat gesagt, die macht später noch einen Gnocchi-Auflauf. Ich glaube, Küchenvideo mache ich heute kein Video dazu. Der Junior ist da, der Zwerg. Und naja, wie gesagt, ich bin aus der Grillgeschichte raus. Und mache ich heute halt den Werkstattrechner soweit fertig. Ja, ich habe hier irgendwo also mein USB-Stick liegen. Den habe ich mir mal erstellt. Und von denen aus werde man nachher auch booten und Windows 10 installieren. Gut, aber jetzt schauen wir erst einmal, ob das Ding überhaupt was tut. Er tut was. Ha, am Bildschirm rührt sich auch was. Ich hole euch mal näher ran. Aha. Ja. Jetzt muss ich gleich mal ins BIOS. So Leute, jetzt habe ich in der Boot-Priorität den Intenso-Stick einfach ausgewählt. Der war ja auch da. Ja gut, dann installiere ich jetzt erst einmal Windows und vielleicht noch ein paar andere Sachen, ein paar Kleinigkeiten. Ja, und dann sehen wir uns wieder. Tja Leute, ihr seht es. Ich bin am Aktualisieren und am Aktualisieren. Und Moment. Ich sag's euch, so rumgeärgert wie mit der Kiste habe ich mich schon lange nicht mehr. Warum? Sage ich euch, wenn ich hier das Licht angemacht habe, dass man mich ein bisschen Licht angemacht habe, dass man mich ein bisschen besser sieht, ja, ja. Ist schon wieder später. Bisschen besser, ja, ein kleines bisschen. Ja, das Ding hat mich einfach geärgert und geärgert. Irgendwann ging der Bildschirm nicht mehr. Dann wollte die Festplatte nicht. Falsche Bootreihenfolge. Ja, lauter so kleine Problemchen, was eigentlich witzlos ist. Also wenn ihr Windows installiert, schaut auf die richtige Bootreihenfolge. Erst die Festplatte, wo zu installieren ist, und dann der USB-Stick. Ja, weil ich hatte zuerst bloß den USB-Stick drin. Dann hat er mal wieder gesagt, er kann die auf der Festplatte nicht installieren, weil er weiß nicht, ob die zum Starten geeignet ist. Ja, genau so war es. Naja, egal. Jetzt bin ich auf einmal heller. Egal, der Rechner ist installiert. Ob ich ihn jetzt heute noch hinterbringe und das Video heute noch mache oder den Rechner morgen hinterstelle, keine Ahnung. Auf alle Fälle räume ich nachher. Jetzt bin ich wieder dunkler. Liegt das an dem PC da hinten oder was? Wahrscheinlich Hintergrund. Naja, auf alle Fälle räume ich den heute noch hier komplett wieder weg. Mache jetzt noch die letzten Windows-Updates. Und dann kann er nach hinten. Und wenn wir nämlich dann hinten sind, dann zeige ich euch gleich den alten Rechner von mir und was da eben dann zum Verkauf stehen würde. Okay. So Freunde, gerade noch guckt, was hier am alten Werkstattrechner für Software drauf war, was ich mir wieder runterziehen muss. Das ist eigentlich bloß von WG Software. Da habe ich mir damals so ein Adapterkabel gekauft zum Fehler auslesen, obwohl ich da jetzt auch schon ein neueres Gerät habe, aber naja, das haue ich auf alle Fälle wieder drauf. Da kann man ein paar andere Sachen noch mit auslesen. Ja, ansonsten denke ich ja mal, kann ich den Rechner runterfahren. Ich werde nachher, ich zeige Ihnen den euch dann noch komplett den Rechner und dann geöffnet und sauber ausgeblasen, weil so kann ich das keinen anbieten wahrscheinlich.
ja, zeige ich euch dann noch die Innereien. Und wie gesagt, das würde dann zum Verkauf stehen. Sollte irgendjemand Interesse haben an einem kleinen Rechner für die Jugend, sage ich jetzt einmal, oder einfach nur einen Rechner zum im Internet surfen. Weil großartig spielen, ja, das weiß ich nicht, ob das noch funktioniert, zumindest mal nicht mit dieser Grafikkarte. So, jetzt machen wir mal den Hardware-Monitor hier auf. Fortsetzen. Was haben wir denn hier alles drin in diesem Rechner? Wir haben ein Mainboard von Gigabyte, ein EP45DS3L. Die Daten schreibe ich mir auch noch alle auf. Ein Intel Core 2 Quad Q6600. Ja gut, die Festplatten interessieren nicht. Und eine Nvidia GeForce 9800 GTX Plus. Naja, vielleicht laufen ja noch ein paar Spiele da drauf. Speicher 8,192. Kann man da mehr auslesen? 2,4 GHz hat der Prozessor. Installiert am 19.12.2014. Ja, das System ist schon etwas älter, Windows Vista Home. Irgendwo habe ich hier sogar noch die Verpackung liegen von dem Vista Home. Ist eben auch ein Original. Ja, dann schreibe ich mir hier noch schnell ein paar Daten auf und dann fahre ich den Rechner runter, hole den neuen Werkstatt-PC und stell den dann hier auf. Okay. Jo, und da steht mein neuer alter PC. Jawohl. Und den schalte ich jetzt ein und gucke, ob der hier hinten auch läuft. Weil der hat mich ja gestern ganz schön geärgert bei der Installation. Ich habe die Festplatte ausbauen müssen nochmal in anderen Rechner. Nein. Und erst einmal einrichten, formatieren müssen, weil irgendwie hat es hier nicht funktioniert. Naja. Und wie gesagt, da oben muss unbedingt eine Klappe drüber, wechseln Staub und Dreck. Da werde ich nachher bloß ein Panzertape schnell drüber kleben. Und er scheint zu laufen. Schwuppsdiwupp. Schauen wir mal. Und er ist ruckzuck da. Der PIN ist falsch. Versuchen Sie es erneut. Ich habe doch noch gar nichts eingegeben. Auch ich würde mal sagen, die Tastatur hat ein Problem. Die werde ich eventuell doch noch mal aufschrauben müssen und auspusten, weil die habe ich gestern in der Badewanne bloß ausgespült. Dann stecken wir halt die alte Werkstatt-Tastatur dabei wieder an. Ist ja auch kein Problem. Und die andere muss ich dann erst einmal noch, ja, zerlegen. Sauberst austrocknen. Ja, jetzt. Tja, und da wären wir schon. Wunderbar, wunderbar. Tja, dann werde ich mir jetzt die Software noch runterziehen. Wenn ich das heute überhaupt noch mache. Nee, mache ich heute nicht. Mal gucken, ob mein heißgeliebtes AP-Radio hier läuft. Und Software, was da drauf ist, ist genauso alles gekauft wie die Software, wo ich vorne habe. Mhm. Jo. AP-Radio. Media Player. Funktioniert. Wer
welche Musik können sich die anderen selber einrichten, wenn sie was anderes wollen, ist mir wurscht. Wenn der morgen kommt, der Kevin, also ich weiß ja nicht, inwieweit ihr die Videos auf meinem anderen Kanal anschaut, auf dem Street Fighter Kanal, da ist morgen wieder Kevin allein daheim bei uns. Und wenn der den Rechner hochfahren will, dann muss er mich erst einmal anschreiben, weil er die PIN nicht weiß. Tja, so gemein kann ich sein. So. Herunterfahren. Also der Rechner läuft jetzt hier. Meine Software ziehe ich mir noch bei Gelegenheit runter, wenn die Jungs da sind am Abend, eventuell morgen Abend. Und dann geht es nämlich damit weiter. Aber das mache ich separat. So. Meinen USB-Stick. Da sind nämlich die Registrierdaten drauf von der Auslesesoftware. Den nehme ich mit vor. Und dann gucken wir jetzt draußen noch meinen ganz alten Rechner an. Ja, und wenn er jetzt genau schaut und mit meinen anderen Rechnern vergleicht, ich habe hier wirklich dieses Rot-Schwarz-Fable. Das Laufwerk ist schon lange im Eimer, das auch. Die haben hier keine große Überlebenschance gehabt. Hätte ich vielleicht damals hier nicht drin lassen sollen. Da wäre wenigstens eine Klappe drüber gewesen. Naja, altes Diskettenlaufwerk noch drin. Den Tower kann man eh keinen Menschen mehr anbieten. Aber der hatte damals schon ein Sichtfenster gehabt. Und ich würde mal sagen, ich mache den jetzt auf, blase den schnell aus und zeige euch, was da alles drin steckt. Habt ihr das gesehen? So eine Scheiße, jetzt braucht er morgen doch nicht schreiben. Weil wenn er jetzt den Rechner hochfährt, wird er wahrscheinlich gleich fragen. Naja, egal. Ich werde jetzt das Teil mal schnell ausblasen und dann könnt ihr noch reingucken. David, schau rein, schau rein. Deswegen blase ich doch in die Richtung, du Ei. Da kriegst du die Motten. Jungs, in Zukunft, wenn ihr hier einen Schleifen tut, macht den blöden Vorhang zu. Das du auch nicht. Schleifen, lackieren, Füller, Vorhang zu. Hab ich immer gemacht. Zumindest fast. War das Staubsauger, oder? Ja. Das war der Luftreiniger. Ich lasse es jetzt nochmal gut sein, weil ausgebaut wird ja sowieso alles aus dem Tower. Also wie gesagt, es ist zum Verscherbeln. Mainboard, Arbeitsspeicher, Kühlkörper ist klar, ist dabei. Das Netzteil, das ist ein Power LC 5550. Die Grafikkarte dazu. Ja, und was haben wir denn hier eigentlich am Arbeitsspeicher drin? Das ist ein Team Group, 2 GB, DDR2 800 MHz. Das müssten sie dann ja alle sein in der Richtung. Tja. So, und jetzt gucken wir aber noch direkt rein. Also, wie gesagt, die gute, eine Palette ist es. Da könnte ich sogar auch noch den Karton haben. Von dem Freezer habe ich, glaube ich, den Karton noch. Ich habe sogar noch den Karton von der CPU, habe ich gesehen. Inklusive Original-Boxlüfter ist auch dabei. Ja, das Mainboard, das hat übrigens schon die Starter-Anschlüsse mit drauf. Also wäre das gar kein Problem, da eine SSD drauf zu klatschen. Wer also
ein kleines Bundle will, wo dann bloß noch eine SSD-Festplatte braucht, da kann man so eine, wie ich in den anderen Rechner jetzt neu gemacht habe, die kostet 30 Euro. Kann man hierfür gerne ein Angebot machen. Ich werde das Zeug, wenn es ausgebaut ist, nochmal komplett sauber machen und dann Netzteil, Kühlkörper, Prozessor, Mainboard, Arbeitsspeicher und Grafikkarte als Bundle verkaufen. Hat jemand Interesse dran, kann mich gerne anschreiben. Und damit wäre jetzt dieses Video, PC-Bastel-Video, Grillschunkies Hardware-Ecke für heute beendet. Und wer Interesse hat an Autohimmel kleben oder sonstiges Lackierarbeiten, der kann gerne meinen anderen Kanal anschauen. Und meine Haare sehen heute einfach furchtbar aus. Aber egal, du lachst da hinten nicht, du hast da Mütze auf. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski. Tja, David, gefällt dir das jetzt besser? Ja, sicher. Tipptopp, weiter so nicht. Das hast du so gemacht. Du bist der Beste, der Allerbeste. Das ist ein Arsch.